Und wie warst du im Verhältnis zum Krieg? Im Krieg, damals im Schützengraben, ich muss sagen, es ist vergleichbar zu hier. Es ist quasi eins zu eins dasselbe. Stinkt auch überall nach Ratten und nach Fäkalien. Keine alte Sau hat was zu fressen und die Leichen flacken kreuz und quer umrum, verdammte Scheiße. Aber so sieht's aus. Voll. Eine ganze Minute überfällig, ihr Nazis. Los geht's. Ich bin nicht im Stress oder so. Wo ist das? Fang bitte hektisch an, Sachen hin und her zu räumen. Danke. Was ist denn? Kaffee. Du willst Kaffee mit ins Auto nehmen? Komm, dann los. Der Erste raus. So, der Nächste. Steffi! Ist halt auch so ein bisschen das Klischee. Aber unsere bezaubernde India als einzige Dame der Gruppe braucht am längsten. 3 Tage später. Hammergeil. Das ist super. Ich sitze hier voll cool. Mhm. Voll auf einer Bank. Voll auf der Bank. Super Schatten. Trink mein Wasser und warte, dass der Keller aufgeht. Mhm. Um 10 Uhr. 10 Uhr, genau. Und wir haben jetzt wie viel Uhr? 39 oder 9:15 Uhr? 9:10 Uhr? Halt, so können wir es nicht sehen. 9:09 Uhr. 9:09 Uhr erst. Das schreibt er auch. Ja, es ist eine ganz besondere Stunde des Tages. 9:09 Uhr. Da schreibt er auch noch, ja, da steht kein Problem da, bla bla bla. Ich werde am Drehtermin natürlich vor Ort sein und dafür Sorge tragen, dass ihr euch gut aufgehoben habt. Doch, frisch komisch, ne? 20 Minuten später. Komm hier hin. Kannst du ja besser was tun hier, als Jungs sitzen und warten? Ja, so der ist bestimmt verpeilt, aber ich verstehe nicht, was er verpeilt kann. Und hier hast du natürlich angerufen, schon bei der Nummer da. Klar. Wie lange sitzen wir hier schon und warten, Stefan? Du hast ja dann jetzt nur bis hierher gefallen. Ja. Eine halbe Stunde ungefähr. Halbe Stunde. Und wo sind wir jetzt hier genau? Lass uns mal gucken. LaserTech Frankfurt. LaserTech Frankfurt. Halbe Stunde, wann waren wir verabredet? Um 9. Um 9, ne? Und um 9 waren wir hier. Ist irgendeine Spur von dem Besitzer dieses Ladens? Ist ganz weit weg. Ganz weit weg. Handynummer? Steht auf dem Zettel und ist nicht erreichbar. Nicht erreichbar. Eine Ewigkeit später. Hallo, das Team von Just Friends. Heute hier mitten in Frankfurt in der LaserTech Frankfurt Arena West. Und da werden wir mal schauen, was da competitionmäßig auf uns zukommt. Yeah! Das ist der Christian, von dem hier alle reden. Also ich meine, global ist es positiv. Mal so am Rand. Wir trinken erstmal was, oder? Wollen wir was trinken? Ja. Also wir sind Frankfurter, also fangen wir doch mal mit Äppler an. Hört sich sehr gut an. Aber sauer gespritzt. Ja, ich nehme sauer. Wunderbar. Was ist eine Frankfurter Spezialität? Was ist das? Ich nehme das gleich. Das ist Äppler. Apfelwein. Probier's mal. Apfelwein, ja. Nee, Wein wollte ich nicht. Boah, das ist super, danke dir. Bitte schön. Yeah. So, also zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf. Trinkst du nicht auch was? Magst du auch? Magst du mit uns auch stoßen? Prost. Warte, wir stürzen mit den Stürzen. Wir stoßen mit Christian mit an. Kontaktmann beim LaserTech. Ah, sehr lecker. Ja. Das haben wir auch kalt. Das ist echt super. Ich hab mich richtig vorbereitet. Wenn ihr schon kämpft, dann richtig. Ich hätte sich dafür Wir müssen betonen, dass wir uns von Gewalt distanzieren. Oh, okay. Wir sind ja sozusagen. Ja, seid ihr? Ja, für Spaß und nicht für. Also LaserTech. Frankfurt, gegründet von NS-Flüchtlingen, die sich überlegt haben, den Krieg auch in Friedenszeiten herzuholen, um die Leute ans Töten zu gewöhnen. Also der erste Part stimmt schon mal. Wir wären dann soweit. Wir wären dann soweit. Unglaublich,
Hier geht nichts vorwärts. Keine alte Sau ist da, die uns irgendwie... 3 Stunden. Das ist ja viel cooler, als einer von euch macht, wenn es lustig und cool macht. Irgendwann später. Hallo und willkommen bei Lasertag. Hier wird eh nicht getroffen, sondern markiert. Das heißt ja Lasertag, nicht Laser. Achso, wir sind wieder auf der Friedensschiene. Richtig, immer in der Pazifisten-Friedensschiene. Das ist auch keine Waffe, sondern ein Phaser. Wie viele Schuss hat man denn da? Wir haben gar keine Schuss. Wir haben 200 Markierungspunkte. Zwei Pumpgun quasi. Fair Play. Pumpgun gibt's nicht. Wir haben nur Pump-Phaser. Der Pump-Phaser. Also wohin schießen am besten dabei? Schießen gar nicht. Markieren. Da, wo es blinkt, hin markiert. Und dann ist man tot, ne? Vielleicht bist du rückgestoßen. Also um das nochmal zusammenzufassen, wir müssen uns die Nummern merken, damit wir nachher genau auseinanderhalten können, wer wie oft getötet wurde. Also getaggt, quasi angelasert. Aber kein richtiger Laser, sondern Hase. Interessiert kein Schwein. 4, 3, 2, 1, 0. Führerbunker sieht hart aus. Wir sind bemüht, aber wir werden sie niederkämpfen. Hart. Ich bin mitten in der Wüste, findest du auch nichts zu fressen, gell? Da hinten meine 5 besten Freunde liegen verwundet im Schützengraben. Man kann nichts machen, überall Scharfschützen, überall Scharfschützen. Ist geil, ne? Ja. Respekt. Hey, das macht mir Spaß. Ja. Ich bin ein bisschen geschwitzt. Ja, ja. Aber ich will wissen, wer hier wie viel gekriegt hat. Ja, wisst ihr, nur noch mehr mich raus. Ich glaube, das sieht bei mir nicht so gut aus. Wer hat es gewonnen? Ja, ja. Glaube ich dir ganz gut. Gewonnen hat Claire 1 mit 197 Punkten. Ja. Sehr gut. Zweite Platz, Claire 3. Yeah! Wow. Okay. Der Checker. 149 Punkten. Ich wusste es. Die anderen beiden immerhin 81, 90. Ah. Ist das gut, was ich hatte? Das? Absolut. Und 149? Absolut, das ist sehr gut. Ja. Aber ich wollte noch ein bisschen Gas geben. Ich habe ja auch gebadet. Yeah. Kein Spaß. Platz 2, aber nächstes Mal Platz 1. Wir sind gekommen, um die zu vernichten. Dann werden sie sowas einfach nur ausradieren. Du gehst auf den Neuner und ich auch. Und das Mädel erledigen wir dann. Ich würde sagen, wir spielen die Igel-Taktik. Die Igel-Taktik. Die Igel-Taktik. Ja. Wir bleiben in der Ecke stehen und ficken die voll. Das heißt, wir campen. Ich möchte die tot sehen. Die sollen so viel Laser in sich drin haben, dass die irgendwann implodieren. Wir werden nicht getroffen. Wir werden nicht getroffen. Okay, ein dreifaches Hi-Hat. Hi-Hat! Hi-Hat? Hi-Hat. Hi-Hat.